Hast du Feinde? Vielleicht sagst du auf diese Antwort ja, ein deutliches Ja, vielleicht aber auch nein. Ich behaupte, du hast Feinde. Ja, auch wenn du das vielleicht nicht gerne hörst. Doch welches Tier, welches Lebewesen auf dieser Welt hat keine Feinde? Man spricht von natürlichen Feinden. Jedes Lebewesen dieser Welt hat irgendwo einen natürlichen Feind. Es ist nicht so, dass schon allein bloß der Mensch ja auch Feinde hätte in der Natur, sondern dass du es niemals allen Menschen recht machen kannst. Ganz egal, was du tust. Es wird immer Menschen geben, die das nicht gut finden. Auch wenn du eine Bewegung des Friedens startest, auch wenn du völlig selbstlos dich für andere Menschen einsetzt, du armen Kindern, Menschen, Tieren hilfst in Not, auch dann wird es Menschen geben, die sagen, das machst du nur für dein Ego oder du machst das nur, um etwas zu kompensieren oder du spielst nur etwas. Aber interessiert dich diese Meinung wirklich? Was bedeutet eine solche Meinung? Sie bedeutet, dass das Gegenüber durch dein Handeln in einen Mangel kommt. Ja, es bedeutet, dass du in deinem Gegenüber etwas triggerst. Dass durch deine Handlung, durch deine Tat dem Gegenüber vielleicht bewusst wird, dass es eben nicht so viele gute Handlungen macht, wie du sie machst. Und dadurch kommt das Gefühl hoch, als wäre das Gegenüber, das meint das Gegenüber, minderwertiger als du. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Wenn dein Gegenüber sich selbst mit dir vergleicht und erkennt, dass du in einer bestimmten Hinsicht etwas sehr Gutes machst, erfolgreicher bist, einfach gut bist, dein Gegenüber in dieserlei Hinsicht auch diesen Erfolg oder dieses positive Feedback oder diese Liebe erfahren möchte, das aber nicht kann, weil das Gegenüber das noch nicht gemacht hat, dann wird in deinem Gegenüber dieser Mangel, diese Diskrepanz zwischen dir und deinem Gegenüber fühlbar. Und das ist ein Mangel. Und was geschieht dann? Fürs Gegenüber ist es viel einfacher, dich dann herabzusetzen, damit keine Minderwertigkeit entsteht. Denn Minderwertigkeit entsteht ja erst dann, sobald Vergleiche an den Tag gelegt werden. Sobald das Gegenüber dich mit sich selbst vergleicht, ohne dass du davon je etwas mitbekommen hast. Das heißt, du gehst arbeiten. Stell dir vor, ein Arbeitskollege von dir, angenommen du bist eine Frau, und ein Arbeitskollege von dir geht nach Hause erzählen, dass du etwas Tolles getan hast. Vielleicht hat dieser Arbeitskollege zu Hause auch eine Frau. Und diese Frau fühlt sich vielleicht nicht genug gesehen von ihrem Mann. Und jetzt schwärmt im Mann irgendetwas von dir vor und sagt, wow, die hat in dieser Situation so selbstbewusst reagiert. Und dann kommt in ihr das Gefühl hoch, du wärst selbstbewusster als sie im Hinblick auf ihren Mann, also durch die Augen betrachtet ihres Mannes. Was geschieht dann? Auf einmal wirst du zu einer Konkurrentin von ihr, ohne dass du was davon mitbekommen hast. Auf einmal vergleicht sie sich mit dir. Sie vergleicht dein Selbstbewusstsein mit ihrem Selbstbewusstsein durch die Augen ihres Partners und suggeriert sich selbst, du wärst selbstbewusster als sie. Also was tut sie in der Folge? Sie schaut sich Bilder von dir an oder hört sich genau an, was du gesagt oder getan hast und spielt dich herunter, damit ihr wieder auf derselben Augenhöhe seid, damit nicht dieses Gefühl des Mangels aufkommt. Genauso könnte es auch beim Partner sein, wenn seine Partnerin erzählen geht, dass der Nachbar immer so liebenswürdig ist, so freundlich, so zuvorkommend ist und in ihm das Gefühl aufkommt, er wäre nicht
liebenswürdig genug, nicht freundlich, nicht zuvorkommend genug. Auf einmal entsteht in ihm dieser Mangel. Er vergleicht sich mit ihm. Auf einmal hat der Nachbar einen Konkurrenten, ohne dass der Nachbar je etwas falsch getan hat oder ohne dass der Nachbar überhaupt etwas dafür kann. Es geschieht einfach. Also hat der Nachbar einen Feind, ohne dass er jemals etwas davon mitgekriegt hat. Und das ist ganz normal. Sobald du etwas Gutes tust, hast du automatisch Feinde, also Menschen, die eben diesen Mangel spüren, die diesen Mangel nicht wollen und dich deshalb herabspielen. Es ist menschlich, es ist natürlich für diejenigen, die auf ihr Positives bewegen wollen, kann es auch anstrengend sein, aber die meisten können ja auch darüber lachen oder zumindest schmunzeln, im Wissen, dass das eben nichts mit ihnen selbst zu tun hat. Wichtig ist im Hinblick auf dieses Thema, dass wir alle erkennen, egal was du tust, du wirst immer Menschen haben, denen kannst du es nicht recht machen oder Menschen, die dich als Konkurrentin oder Konkurrenten sehen. Du bist du hast unsichtbare Konkurrentinnen und Konkurrenten, die du vielleicht gar nicht kennst. Auch wenn du es allen recht machen würdest, dann wäre das wiederum nicht gut, weil du es vielleicht gewissen Menschen recht machen möchtest, es aber vielleicht Partnerinnen oder Partner gibt, die wollen nicht, dass du es denen recht machst. Also egal, was du tust, du hast natürliche Feinde. Das ist ein Naturgesetz. Ein Wolf hat Feinde, ein Schaf hat Feinde, die Katze hat Feinde und die Maus hat Feinde und auch der Mensch hat Feinde. Aber bitte mach dir deshalb das Leben nicht schwer, sondern erkenne, dass jemand, die oder der missgünstig, neidisch oder halt eben eifersüchtig reagiert, dass das ein Ausdruck ist von Angst, nicht zu genügen. Neid ist das Gefühl des Mangels und Eifersucht ist die Angst, nicht zu genügen. Und Missgunst ist das Vorhandensein eines Mangels, weil wer nicht im Mangel ist, der ist nicht missgünstig. Der gönnt anderen das Gute und schenkt sogar noch, weil er nicht im Mangel ist. Und wenn Menschen schlecht von dir reden, dann weißt du, bist du irgendwo weiter als andere es sind und hast Applaus verdient.